Ende des heutigen Tages, wir haben uns so ein bisschen akklimatisiert und erholt von der Reise, haben die Planung gemacht für die nächste Woche und haben besonders das uns nochmal angeschaut, was wir mitgebracht haben. Verbandsmaterial, Medikamente, diagnostisches Equipment und da ganz besonders die Malaria-Tests, die hier dringend gebraucht werden. 90% aller Malaria-Fälle sind in Afrika und in Kisumu sind besonders viele. Und die Straßenkinder sind besonders häufig von Malaria betroffen. Heidi hat sich dieses Equipment, wie die Teststreifen funktionieren, genau angeschaut. Ja, und unser Plan ist jetzt wirklich, für die nächste Woche haben wir jeden Tag etwas zu tun. Und morgen beginnen wir allerdings mit der Teilnahme an einem Kongress, der wohl sehr wichtig ist, hier in Kisumu zum Thema Versorgung von Straßenkindern.